Hallo ihr Lieben, alle Jahre wieder steht urplötzlich Weihnachten vor der Tür und alle fragen sich, was soll ich bloß schenken? In Berlin habe ich das Gefühl, sind schon ziemlich viele Leute unterwegs auf der Jagd nach dem besten Geschenk. Die Straßen sind verstopft und manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich geht so ziemlich verloren, worum es in der Weihnachtszeit oder im Advent eigentlich geht und worum es beim Schenken ursprünglich gehen sollte. Ich denke, der Ursprungsgedanke war sicherlich nicht, jedes Jahr das Geschenk vom Vorjahr zu übertrumpfen oder das Beste oder das Tollste oder das Teuerste Geschenk zu finden oder was Besseres zu schenken als der andere oder. Sondern da ging es ja eigentlich darum, jemand anderem eine Freude zu bereiten, etwas Besonderes zu geben. Und ich persönlich finde, etwas Besonderes ist eigentlich Zeit. Zeit ist das Wertvollste, das wir haben. Und Zeit kommt oftmals in unserem Alltag viel zu kurz. Deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn man zum Beispiel mit einem kleinen Gutschein jemand anderem Zeit schenkt, jemanden, den man vielleicht nicht oft sieht, dass man gemeinsam Zeit miteinander verbringt. Ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn man eingeladen ist, dass man eine Kleinigkeit in der Hand halten möchte. Und dementsprechend habe ich mal so eine Kleinigkeit vorbereitet und mal zusammengesucht, was ich eigentlich in den letzten Jahren so gedreht habe, euch vorgestellt habe und habe mir überlegt, was da von den sinnvolle Kleinigkeiten, Geschenke sein könnten, die zum einen nachhaltig sind, aber trotzdem schön. Und zum Thema Bücher habe ich euch in diesem Jahr tatsächlich drei vorgestellt, drei Ratgeber, ganz aktuell Glücklich leben ohne Müll. Dazu passend eigentlich Besser leben ohne Plastik und den Ratgeber Verreisen, das Handbuch für alle, die umweltbewusst unterwegs sein wollen. Ich finde alle drei Ratgeber sehr inspirierend. Ich habe aus ihnen sehr viel gelernt und mitgenommen. Unter anderem geht es in diesem Buch auch recht viel um das Wasser und dass Leitungswasser trinken sehr viel besser ist als abgefüllte Flaschen Wasser zu kaufen, gerade auch wenn man in Urlaub fährt. Und dementsprechend habe ich mir in Vorbereitung auf unseren Urlaub, haben wir uns tatsächlich jetzt auch solche Flaschen, nicht Flaschen, solche, kann man das Trinkflaschen nennen? Ja, sie sagen sogar Trinkflasche. Ja, aus Edelstahl, das heißt kein Plastik. Ich werde im Urlaub wahrscheinlich damit drum herum kommen, böses Nestlé-Wasser zu kaufen und auch vor Ort eine ganze Menge Plastik zu vermeiden und auch nicht in meinen Körper aufzunehmen. Das Ganze, das ist ein Berliner Start-up, die haben auch so tolle Brotboxen, die man mitnehmen kann. Also die haben verschiedene Produkte, finde ich auch ein sehr gutes Geschenk, dass man nachhaltiger unterwegs sein kann. Und sowas kann eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, jeder gebrauchen. Ob man jetzt da das Pausenbrot für die Schule abfüllt oder für ein Picknick oder das Brot für die Arbeit, ist eigentlich egal. Zum Thema Kosmetik habe ich ja mit Annette von Sauberkunst gedreht. Und ihre Produkte nehme ich sehr, sehr gerne. Die sind vegan. Und auch palmölfrei, was ich ja sehr wichtig finde. Ihre Seifen sind einfach toll. Das sind wirklich schöne Produkte, die nehme ich eigentlich nur noch. Egal ob jetzt für die Hände, fürs Gesicht. Hier ist eine Rasierseife. Für die Haare, sie hat alles Mögliche. Dementsprechend finde ich eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Geschenk. Hier habe ich ein Deo, das ich dieses Jahr entdeckt habe. Mit der Dame habe ich auch ein Interview gedreht, das seht ihr leider erst nächstes Jahr. Diese Deos, die finde ich richtig klasse. Die sind auch ohne irgendwelche schädlichen Konservierungsstoffe. Die Verpackung finde ich eigentlich auch recht gut. Sie ist recht einfach. Wenn das Glas leer ist, kann man es waschen und anderweitig wiederverwerten. Das würde ich jetzt eigentlich gerne empfehlen für den Beauty-Bereich, wenn man in der Hinsicht was schenken möchte. Für die Kinder habe ich letztes Jahr ja das Spiel vorgestellt, ein Lebenshof für Tiere, das ich eigentlich auch recht gut fand. Wir haben leider verloren, das muss ich ja jetzt nochmal
betonen, dass wir das Spiel beim ersten Mal spielen nicht geschafft haben, was ja auch gut ist, heißt, das Spiel ist nicht zu einfach, sondern eine Herausforderung. Und hier habe ich noch die Reise nach Veganien von Katharina Kuhlmann, auch ein Kinderbuch. Dementsprechend wären das vielleicht zwei Geschenke, die man für die Kleinen mitbringen kann. Als Video habe ich mit Marc Pirschel, das ist jetzt glaube ich schon 2,5 oder sogar noch länger her, 2,5 Jahre her, ein Interview zu Live and Let Live gedreht. Ein Filmtipp, ein DVD-Tipp, wenn man eine DVD verschenken möchte, finde ich immer noch wahnsinnig gut, weil es nicht so mit der Keule ist, so von wegen, was mit den armen Tieren gemacht ist, sondern die Beispiele, die Menschen, die er in seinem Film vorstellt, die sind sehr sympathisch und wirken wirklich nachhaltig, dass man irgendwie von denen so inspiriert ist und das ist so eine sanfte Vegan-Message ist eigentlich. Man kann natürlich auch einfach etwas selber machen, zum Beispiel was Leckeres backen und schön verpacken und verschenken. Oder aber, wir haben ja letztes Jahr auch mit Hummelbee gedreht. Die haben ganz tolle Brotmischungen, die ich sehr gerne mache. Oder auch, das hier drin sind Vanillekipfel, die Backmischung. Kann man ja auch einfach so verschenken oder aber schon Plätzchen backen und schön verpacken. Also selbstgemacht, das finde ich eigentlich auch immer toll. Oder wenn man Marmeladen gemacht hat oder irgendwas anderes im Jahr schon schön produziert hat, einen tollen Sirup oder so, kann man das natürlich auch schön verschenken. Kerzen werden natürlich im Advent und in der Weihnachtszeit auch gerne angezündet. Aber Paraffin und Stearin, also in manchen ist auch, oder in den meisten ist auch Palmöl drin, nicht so gut. Deswegen hatte ich ja auch schon mal ein Video zu Kerzenalternativen. Hier habe ich jetzt Rapskerzen, es gibt Sojakerzen, ist eigentlich auch ein schönes Geschenk, dass man darauf mal aufmerksam machen kann, dass man sich vielleicht nicht unbedingt eine Paraffinkerze anzünden muss. Finde ich für zur Weihnachtszeit auch eine tolle Inspiration. Oder wäre auch seinem Hund was schenken möchte oder einem Hundeliebhaber, Hundebesitzer. Da habe ich ja letzten Sommer mit Kinga gedreht, die sehr, sehr schöne Hunde, Accessoires und Spielzeug herstellt. Das ist eigentlich auch eine nette Idee. Ich muss sagen, ich habe mit sehr vielen tollen Menschen gedreht, die wirklich schöne Dinge produzieren. Ich setze die Links dazu nochmal auf der VeloWe-Webseite, sodass ihr direkt bestellen könnt oder euch nochmal über die Produkte informieren könnt. Ich hoffe, ich habe euch dazu dann vielleicht ein paar kleine Anregungen geben können, was man denn schenken könnte. Und ich verabschiede mich für dieses Jahr von euch. Mache mal Urlaub, werde nicht arbeiten, werde nicht bloggen, werde einfach mal Zeit für mich haben. Dementsprechend danke ich euch fürs Zusehen in diesem Jahr und freue mich auf euch in 2017.